Herzlich willkommen. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Flächeninhalt eines Parallelogramms. Das soll ein Parallelogramm darstellen. Wir haben zwei verschiedene Seiten, das hier und das hier. Die beiden Seitenlänge sind gleich lang, das nennen wir mal A. Und die beiden Seiten sind ebenfalls gleich lang, das nennen wir mal B. Dann gibt es noch die Länge, also zwischen dem Abstand von A nach A. Das ist dann die Höhe. Die Höhe von A, also H von A. Um die Fläche zu berechnen, sollte man vielleicht erstmal verinnerlichen, was ein Parallelogramm überhaupt darstellt. Zum Beispiel kann man auch sagen, ein Parallelogramm ist nichts anderes als ein Rechteck. Denn wenn man bedenkt, also wenn man hier abschneiden würde und das Dreieck hier ransetzen würde, würde es nur ein Rechteck ergeben. Das heißt, das Rechteck wäre dann das hier. Das hätte dieselbe Fläche wie dieses Parallelogramm. Und das bedeutet, man muss nichts weiter machen als A mal HA zu rechnen. Um den Flächeninhalt eines ganzen Parallelogramms zu rechnen, muss man also nur, also Fläche gleich A mal H von A rechnen. Wenn also zum Beispiel A 3 wäre und H von A 6, wäre die Fläche 3 mal 6. Und das würde natürlich dann 18 ergeben. Das heißt, die Fläche dieses Parallelogramms, wenn A gleich 3 und H von A gleich 6 ist 18. Ist eigentlich ganz einfach. Das war es auch erstmal wieder. Ich hoffe, es hat euch geholfen und ja, viel Spaß noch. Tschüss!